Junge, 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 da siehst du ja das Spiel vor lauter Bäumen nicht und erstmal wieder der Anfangsleck, unser kleiner Freund, der Anfangslacker. Ich fange einfach mal gemütlich mit Beerensammeln an, währenddessen erkläre ich kurz was. Und zwar habe ich mir jetzt, oh, jetzt sind das auf einmal weiße Beeren. Die ändern die Farbe. Das sind mutierende Superbeeren. Jetzt weiß ich Bescheid, alles klar. Vielleicht zu Anfang erstmal, wenn man neu lädt, sind glaube ich die Stöcker und sowas immer da. Könnte man ausnutzen eigentlich, wenn man gemein wäre. Oh, hier sind jetzt die blauen. Okay. Könnte man ausnutzen, wenn man gemein ist. Ah, okay, das ist dann auch immer alles wieder da. Was wollte ich sagen? Ja, und zwar. Was ist das denn? Ich habe mir eigentlich, also gucken, ob die Tiere noch da sind. Wo ist denn hier der Eingang? Eingang? Bester Eingang ever! Boah. Ist überhaupt nicht schwer, da reinzukommen oder so. Hä? Was ist das für ein scheiß Eingang? Halt hier. So. Ist das die richtige Musik? Also ich habe mir eigentlich eine Playlist runtergeladen, in der Musik sein soll, die ruhig, melancholisch und mittelalterlich sein soll. Man merkt, es hat super funktioniert. Diese Bugs gehen auch nicht weg, ne? Die bleiben. Keine Ahnung warum. Was wollte ich jetzt gerade eigentlich machen? Ich wollte was essen, genau. Ich will gucken, ob das auch da ist. Und es ist noch da. Super, wir können was essen. So, dann will ich mal ganz kurz gucken hier. Da habe ich in die Musik mal ganz kurz noch ein klein bisschen leiser gemacht. Wenn mit 17 davon, 18 davon. Das sieht gut aus. Ich wollte euch die Axt einnehmen. So, super. Doch, ist noch dran. Man sieht bloß nichts mehr, okay. Also es ist noch eine super Axt, aber man sieht nicht mehr, dass es eine ist. Da ist ein Seestern auf meinem Wagen. Auch nicht schlecht. Ja, und ich hoffe, dass vielleicht einige, also es sind 7 Musiktitel erstmal, vorläufig. Ich hoffe, dass wenigstens ein paar davon dem Melancholie-Thema entsprechen, was ich mir eigentlich runterladen wollte. Da ist ein Reh, ich fange jetzt einfach mal an zu holzen. Und hoffe, dass mich niemand findet. Wenn der 9 Axt hier, das ist natürlich mega schnell, das gefällt mir. So, klack, klack. Was ich gelesen habe, gerade, ich war gerade im The Forest Forum mal, es soll anscheinend auch einen Mod geben, im Menü soll es anscheinend auch eine Option geben, auf der man im Peaceful spielen könnte, wenn man wollte. Oder am besten noch weiter weg. Passt schon. Die Option kann man eventuell mal ausprobieren. Bin ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so der Freund von. Die Musik ist. Vielleicht die. Ich muss mir die echt noch viel leiser schalten. Ich mach die mal. So, jetzt habe ich die ganz leise. Und jetzt passt es auf einmal. Wenn man es ganz leise macht, passt es. Dann hört sich's richtig gut an. Ich glaube, ich habe die ganze Musik jetzt leise gemacht, oder? Warte mal. Egal. Man hört trotzdem alles. So. Erstmal auch noch auf den Baum drauf klopfen, damit das Ding rumfällt. So. Dann fällt er. Super. Ich muss ein bisschen schauen, dass hinter mir keiner kommt. Vor mir habe ich da nicht so Sorgen, aber hinter mir machen wir da schnell einen Kopf. Aber die kommen meistens aus der Richtung. Hinter mir ist glaube ich noch nie einer gekommen, aber ich sehe halt nicht, was hinter mir passiert. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ich höre ja eigentlich auch, wenn die kommen, also von daher. So, einen Schlag noch. Ja, noch einer. So, wow. Oh, Fehler.
nehme ich. So. Wird natürlich nicht viel vom Wald übrig bleiben, wenn wir weiter so machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so Baumresets geben wird, kann ich nicht sagen. Ich drehe mich gerade mal ein bisschen im Kreis, um zu gucken. Ich kann nicht sagen, ob es irgendwann mal Baumresets geben wird. Wäre schon praktisch, weil man würde wirklich, man würde ein Endlosspiel machen wollen. Ob es jetzt ein Let's Play ist oder ob man das privat spielt, ist ja dabei vollkommen egal. Gehen wir davon aus, man würde das so machen, dann würde irgendwann einfach alle sein. Ja, dann wäre es vorbei mit dem Spiel, mit dem Endlosspiel. Weil irgendwann gäbe es nichts mehr. Ist zwar, naja, nee, realistisch ist das auch nicht, weil Bäume wachsen ja schon nach, ne? Also so ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass die Natur irgendwann sagt, nee, also, nee, jetzt nicht mehr. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht zu viel verballerst, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Und wenn nicht, dann lass mich in Ruhe. So. Meine Einstellung dazu, lass mich doch einfach in Ruhe. Super, jetzt haben wir hier unseren super Wall. Dann muss ich mal irgendwie gucken, dass ich dann noch was runterbaue dann. Bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich jetzt erstmal dieses Beet testen. Ach, das war's schon. So, dann nehmen wir uns mal die Seeds. War's das schon? Einfach noch einmal eh? Wenn das so gut geht hier mit dem Beten, dann mache ich mir gleich mal ein paar mehr. Wäre Schwachsinn sonst. Wenn man die so einfach bauen kann. Brauche ich doch drei Baumstämme, dann hätte ich drei Beete. Wo habe ich das eingefügt? Naja, jetzt habe ich den Ball eingebaut. Dann halt vier Baumstämme, ist aber auch egal. Wir haben ja genug. Das Abschreckungsmahnmal müssen wir auch bald fertig kriegen. Dann sind das dauert hoffentlich länger, bis das fertig ist. Es dauert hoffentlich länger, bis es ausglüht dann, wenn man es einmal angezündet hat. Hoffe ich jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die ganzen Baumstämme alle liegen. Also da liegt einer. Und da liegt... Heute ist irgendwie sehr hell in The Forest, muss ich sagen. Sonst habe ich im Wald immer ein bedrückenderes Gefühl. Gut, kann auch daran liegen, dass ich gestern sehr spät abends aufgenommen habe. Also sehr spät, kurz vor Mitternacht aufgenommen habe. Da ist natürlich an sich ein bisschen dunkler. Und ich habe, wie ich gerade sehe, die falsche Axt dabei. Wenn ich angegriffen werde, habe ich nicht noch die Zeit, die Axt zu wechseln. Hier ist kein Baumstamm mehr, aber da liegt noch einer. So. Wo ist mein Wegelchen? Da ist mein Wegelchen. Wir sind natürlich auch gut getarnt momentan. Ich weiß nicht, wie viele Stealth wir anhaben, aber es sind auf jeden Fall einige. So. Steine können wir nicht mehr aufsammeln. Stöcke auch nicht mehr. Aber wir müssen... Irgendwo müssen hier, glaube ich, noch ein paar Baumstämme liegen. Oder waren das wirklich schon alle, die wir umgeholzt haben? Hm, anscheinend schon. Wo ist der Schlitten? Der ist da. Dann mache ich mal hier oben weiter. Oh, ist mir ein bisschen das Grünzeug weg wieder. So und so. Und dann fangen wir mal hier jetzt an. Kann ja nicht schaden. Eine Soda haben wir gerade noch mal, die denke ich, trinken, hau ich mir einfach mal rein. Weil ich es kann.
So, klack, 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 klack. Und dann erbt man wieder ein bisschen ab. Schade, der Wolke ist momentan auch nicht online. Der Vendetta wäre online, aber der hat das Spiel ja nicht. Oh, sehr schöne Fallrichtung, mein Lieber. Wenn nämlich gleich mal die, bevor die den Weg nach unten antreten. Genau wie die beiden da. Jetzt ist nebelig, super. Ich sehe gar nichts mehr. Deswegen sage ich es gleich mal direkt dahin, wo ich es hinhaben will. Ich habe nämlich gerade den Schlitten nicht wiedergefunden. Was ist das denn? E? E? Ach so. Da ist so schnell was gewachsen, echt jetzt so? Krass. Vermehrt ihr euch auch? Die lassen sich da ein bisschen mehr Zeit. Feder. Wo ist denn mein Schlitten? Ach, da unten ist der. So, nehmen wir mal mit. Hier gewittert es aber auch ständig. Kann das sein? Das ist... So, dann stelle ich an... Am besten stelle ich ihn einfach an den See. Dann weiß ich nämlich genau, wo er ist. Sollte ich die Schlitten mal nicht finden, weiß ich wenigstens, dass er in der Nähe des Sees war. Und die Baumstämme haben sich bis darunter verabschiedet. Es waren schon zwei. Leute, viele Baumstämme liegen hier unten. Da müssen wir natürlich ein bisschen, laufen. Steine und sowas habe ich ja momentan genug. Und wir haben auch noch drei ganze Dinger voll Steine, also da mag ich es wirklich gar nicht. Nehme ich mal die Randbäume hier auch mit. Hier wird bald sehr, also hier wird alles sehr bald sehr überschaubar sein. Wenn wir den Wald hier wirklich so komplett beide abholzen. Ich dachte gerade, dort ist ein Lurch, aber da war kein Lurch. Wir haben momentan auch wieder ziemlich viele Lurche geholt. Eigentlich wäre jetzt meine Hände komplett eingequetscht gewesen. Der fährt geil. So. Da war wieder ein Lurch oder Lurch! So, eins, zwei. Ach, der ist schon voll, der Schlitten. Na dann nehmen wir wieder mit. So. Theoretisch wäre es intelligenteste zum Schlafen natürlich wenn wir einfach... Na, jetzt kommen wir nicht drauf. Oh, Alter, was ist das denn? Das da einfach mal... Da wachsen da einfach mal Blaubeeren im Beet. Wie geil, bitte. So kommt man da nicht richtig hoch auf die Beete, ne? Ich hätte mir ein bisschen besser überlegen müssen vorher, aber ich wusste es ja nicht. Und dann vielleicht von hier so... Wie schnell? Also ich esse die auch alle gerade. Einsammeln. Das sind Blaubeeren, das sind solche Dinge. Ich esse die gerade alle. Ich müsste die eigentlich so equippen. Hier, guck ich's mal an. Pff, Blaubeeren without Ende. Bis ans Ende unserer Blaubeeren können wir jetzt glücklich zusammenleben. Bis ans Ende unserer Blaubeeren. Witzig. Hallo Blaubeeren. Vor allem, wie viele Pflanzen das gleich sind, ne? Das ist nicht so zwei oder so. Nee, nee, das sind gleich 500. So. Dann mache ich hier auch erstmal das Ding fertig. Wenn ich einmal dabei bin, Kleinzeug zu fertig zu machen. Genau. Weil der Wall, ganz ehrlich, also momentan habe ich eh keine Angst vor den Viechern. Und der Ball ist, wenn der Ball fertig hier sein sollte, dann ist der Ball nicht fertig. Das ist das Problem an der Sache. Weil... Einen haben wir noch. Man dann halt von vielen Seiten trotzdem noch reinkommt, wenn man reinkommen will. Und die wollen reinkommen, die Leute. Lol. Die haben sich immer noch nicht vermehrt.
Vielleicht ist da noch gar nicht eingeführt, dass die sich vermehren können. Ich weiß es nicht. So. Los, kommt her. Lasst euch ernten. Ist echt krass eigentlich. Wir haben jetzt, Alter, haben wir schon 25. Wir können bis ans Ende unserer, Tage von Blaubeeren leben. Das Problem ist, Hasen bräuchten wir eigentlich gar nicht. Die können wir eigentlich nur zum Spaß halten, die Hasen, weil die Hasen bringen uns absolut rein gar nichts. Lurche brauchen wir nur die Rüstung und leben können wir theoretisch eigentlich nur von Blaubeeren. Also wir könnten, wenn wir uns nicht mit den Einwohnern kloppen wollten, sondern uns ein bisschen friedfertig verhalten wollten, also keine Rüstung brauchten, könnten wir komplett von Blaubeeren leben. Aber nee, das wäre mir dann zu langweilig. Da muss der Lurch leider dran glauben, das tut mir ja sehr leid. Wenn der Lust, wir tun einfach so, wenn der Lust sich für uns häuten würde, wie eine Schlange, und dann könnten wir die Rüstung nehmen und der Lurch würde weiterleben. So. Da fällt wieder der erste Baum. Und da kommt der nächste Baum. Da habe ich doch gerade... Seht ihr das? Da ist was. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob es ein Mensch war. Aber irgendwas ist da hinten. Da schon wieder. Ach du Scheiße, was liegt denn hier? Und was liegt da? Ein Mensch! Zähne, 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 Köpfe. Ist der Kopf? Kopf. Wieso kann ich denn den Kopf nie aufsammeln? Er sagt beständig, ich habe 1000 Köpfe. Alter, ist hier ein Baumstamm noch rumliegt, ne? Aber ich kann die Köpfe nie nutzen, das ist das Problem an der Sache irgendwie. Ich muss den Schlitten, glaube ich, mal hier runterbringen. Und den ganzen Spaß mal aufsammeln. Wenn ich jedes Mal den Hügel hochlaufe, dann mache ich meine Ausdauer ja vollkommen im Arsch. Im Arsch. Nicht in den Arsch, sondern im Arsch. C. C. Nehmen wir mal den Schlitten. Alter, guck dir das an. So. Baum, Baum. C, 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 C. CC? CCC? Hallo? Hallo? Ich würde gern Baum aufschlitten. Ich hätte auch gerne den Baumstamm, nicht den Stein. So, der auch noch. Hallo, E. So, und C. Dann nochmal da noch ein... Und dann haben wir hier noch... Alter, vor allem liegen hier ständig Tote rum. Ist auch krass eigentlich. Du siehst die ja nie, die machen ja nie was miteinander. Aber eigentlich sind immer nur die Einwohner tot, die Barbaren sind nie tot, es sind immer nur die Einwohner, die sterben. Scheinen wohl ein sehr humanes Völkchen zu sein, aber allerdings sind mir die Einwohner nicht so freundlich gesonnen wie die Barbaren. Die Barbaren kriege ich ganz easy tot. So. Ach, noch ein. Ah, jetzt kann ich komischerweise wieder alle nutzen, okay. Den habe ich nicht mehr. So, dann machen wir mal wieder da runter. Erstens lagen da noch eine ganze Menge, zweitens müssen wir noch weiter abholzen, also das wird noch eine Menge Holz werden. Geht echt schnell mit der neuen Axt, also mit der neuen Axt geht es echt krass schnell.
So. Komischer Schlitten. Wieder nach oben. So, da unten liegt noch einer. Und da unten lagen noch ganz viele. Gerade eben zumindest. Ach du Scheiße, bis dahinter geht das. Wie weit sind die bitte gerollt? Ich verstehe nicht ganz, warum ich jedes Mal zwei wieder auf der Hand habe, aber achso, da irgendwie, weil ich zu nah am Wagen bin, wahrscheinlich nimmt er gleich sich gleich alles voll. So, und bevor jetzt irgendwelche Barbaren sich denken, hey, ich bin hier in der Nähe, machen wir ganz schnell zurück nach Hause, weil wir sind doch eine Ecke entfernt. Ausdauermäßig sieht es gerade auch nicht so bröckelnd aus, da pfeife ich mir mal ganz kurz. Zwei Blueberries rein. Hier liegen keine Baumstämme mehr. Okay, ist das so schnell dunkel, ne? Man hat nicht irgendwie die Chance, noch schnell die Dämmerung abzuwarten. Das geht echt schnell hier. Ja, das, Ich glaube, an sowas kann man auch schnell sterben. Dann noch kurz den Kopf hierher. Dann krabbeln wir unter Barrikade durch, so wie man es genau nicht machen soll. Dann haben wir hier nochmal. Das gehört nämlich nicht rein. Also wenn ich wie das. Oder wie das. Oder wie das. Alter, guck das an. Vor allem sind das auch noch verschiedene Blumen. Wir haben auch noch das Glück, dass es verschiedene sind, ne? Da ist irgendwie noch was ich nicht bekomme. Ah, Stein. Super. Genau den wollte ich auch bekommen. Ich leg mich mal hier unten schlafen. Z erstmal. Ja. Sollte ja kein, genau, war kein Barbar in der Nähe. Oder was auch immer. Da war nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Momentan sammle ich die Hasen noch, weil ich nicht genau weiß, wie das jetzt ist. Irgendwie passiert da jetzt ja doch nichts mit der Fortpflanzung. Die Blumen sprießen bis zum geht nicht mehr und die Hasen denken sich, nope, kein Bock zur Fortpflanzung. Man weiß ja doch nicht, ob's... Ich kann den ja mal rausnehmen und mal damit rein. Ich weiß nicht, ob es bei drei Hasen schneller geht. Ja, irgendwo dann noch ein bisschen Massentierhaltung. Man muss immer ein Stück weg und dann kann man springen. Komische Art, aber egal. Jetzt will ich mal hier das Ding fertigstellen und dann will ich mal gucken, wie das funktioniert. Also man kommt schon durch. Was ist das denn? Dorfmucke, yay! Alles mit der Musik, das ist ja noch ein bisschen suboptimal. Also melancholisch, weiß nicht, wo das melancholisch sein soll. Melancholisch ist ja doch so ein bisschen traurig nachdenklich eigentlich. Naja, also wer da traurig wird und nachdenken muss, der, naja, da ist irgendwie... Weil ja, Musik ist wahrscheinlich die Katze aus dem Fenster gesprungen. Deswegen ist er dann traurig und nachdenklich geworden. Ja, na, kann ich schon verstehen, so ein bisschen. Die falsche Axt. So. Warum ich übrigens momentan so viel Forest spiele? Also, es sollten ja, also ich glaube, momentan kommt wirklich jeden Tag eine Folge raus, obwohl es eigentlich jeden zweiten Tag angekündigt war. Oder, nee, nicht mal jeden zweiten Tag angekündigt, weil ich Bock habe. Ich spiele The Forest momentan privat. Im Sinne von das hier. Privat kann man zu Forest ja leider nicht spielen, weil halt
es nur einen Spielstand gibt. Und da ich das privat Lust habe zu zocken momentan sehr viel, kommen halt auch viele Folgen raus. Und die sind auch verdammt schokoladelange. Ja, es ist euer Glück, dass ich gerade so viel aufnehme. Und nur mal so nebenbei, wer sich jetzt wundert, warum manchmal die Folgen, also die Folgenzeit hat sich jetzt von 15 bis 17 Uhr verschoben. Und wer sich wundert, warum manchmal die Folgen nach 17 Uhr rauskommen, ich bin momentan so ein bisschen an der Sache, die Folgen, wenn ich aus dem Haus gehe, hochzuladen, das ist dann immer so gegen 16.30 Uhr, und sie dann gleich auf öffentlich zu schalten. Das ist eine lustige Idee. Problem ist, ich weiß nicht, wie sicher das ist. Ich will das jetzt ein paar Tage ausprobieren, ob es da vielleicht Probleme gibt, dass es irgendwann sich mal denkt, YouTube denkt sich ja manchmal irgendwelche Dinge. Nee, ich lade die nicht hoch. Problem ist nämlich dann bin ich 22 Uhr zu Hause wieder und denk mir so, scheiße, Folge nicht oben, weißt du wie? Da bist du jetzt ja auch doof da dann, deswegen ist das momentan ein bisschen in der Testphase, möchte ich meinen. Der fällt dir mir direkt auf den Schädel, genau. So, ich nehme auch mal wieder ein paar mit. So wirklich Barbaren oder so scheint mir hier gerade nicht im Weg rumzulaufen, von daher ist mir der Rest eigentlich vollkommen egal. Ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht sowas hier wie Bäume abfällen, so eine Session, ob ich das vielleicht im Speed-Mode mache. Aber erstens ist Bäume abfällen hier, glaube ich, so das Einzige, was wirklich Zeit in Anspruch nimmt bei dem Spiel. Von daher ist es nicht so schlimm. Und zweitens, ja, wenn wir während der Bäume abfällen, was passiert, wie zum Beispiel bei Barmen oder so kommen, dann ist auch scheiße, wenn der Speed-Mode an ist. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, lässt er einfach bleiben. Der ist groß. Ich glaube, die Großen geben 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Großen geben 5, genau. Aber wie viele Baumstämme hier liegen gerade? Es wird noch eine ganze freundliche Sache hier, das alles mitzunehmen. Ich hoffe, die decayen nicht mittlerweile. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob da irgendwie nach einer Zeit was verschwindet, aber ich glaube es eher weniger. Könnt ja rein theoretisch mal hier unten mir jetzt einfach so Dinge stellen. Braucht 16 Stöcke, das ist jetzt echt kein Problem. Gehe ich mal hier rein in den Wald und hol mir kurz ein paar. Fehlt mir noch einer. Liegt doch bestimmt genau, da liegt genau daneben. Dann nehme ich mir ganz einfach die Baumstämme und baue mir hier unten ein kleines Lager und dann kann ich CC meine ich. Dann kann ich irgendwann einfach mal mir sagen, joa, jetzt habe ich gerade Bock mir hier unten was zu holen. Ich habe mir einen Schlitten gebaut. Ich habe mir einen zweiten Schlitten gebaut, ich Idiot. Bin schon ein bisschen deppert, ne? Jetzt habe ich gerade irgendeinen Baum angefasst. Genau den da. Der leuchtet nämlich nicht mehr jetzt. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz nach Hause mit dem Zeug. Das ist nämlich nicht so doll, wenn der nicht mehr leuchtet, weil dann finde ich ihn nachher nicht mehr wieder. Ich sehe meine Behausen zum Glück auch überhaupt nicht. Ah, da hinten ist er. So, wow. Schlitten denkt sich gerade, nee, so nicht. Ich baue erstmal die beiden da rein, dann sehe ich nämlich, was der Schlitten macht. Schlitten. Was war das gerade? Momento, wir sollen den Schritt mal ganz kurz ein bisschen hier rüber schieben. Da geht doch.
Warum höre ich das Geräusch von umfallenden Bäumen? Diese scheiß Steine hier überall. So. Ach, sieh mal einer an. Wer da vorbeikommt. Wenn die einmal zuschlagen, ne, dann kannst du auch nicht mehr zuschlagen. Du gehst mir auf die Eier, Junge. Schlag dazu! Ich schlag nicht zu. Ja, du bist besser als ich. Komm, gib auf. Wie assi ist das eigentlich, wenn die zuschlagen, dass du dann einfach schutzlos aufgeblieben bist? Du kannst nicht mehr zuschlagen. Hässliche Viecher, Alter, ey. Ich habe nur zwei Lizard-Skins, natürlich sind nicht so prickelnd. Nehme ich mir gleich mal. Ich habe da gewusst, dass ich irgendwas gehört habe. Die sind wahrscheinlich in den Bäumen drin rumgesprungen. Und genau das war das Geräusch, was ich gehört habe. Ich gehe jetzt mal ohne Schlitten los, weil da hinten ist ja noch einer von mir. So, erstmal ganz kurz ein paar Bären. Zwei gehen noch. Geht sogar noch eine. Da sind sie nämlich. Und da ist der erste schon tot. Alter. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt schlägst du natürlich wieder zu. Alter, was für ein Scheiß. Ja, ja, hier, Junge, du bist natürlich der Oberstar. Hier, komm, schlag zu. Das ist so sinnlos. Ich weiß nicht, warum. Also, warum es sinnlos ist, weiß ich, aber warum das so gemacht ist, weiß ich nicht. Ja gut, haben wir jetzt keine Rüstung mehr. Was soll ich jetzt machen, naja. Dann ist es halt so. So, da droppe ich den mal hier her. Und nee, nicht I, sondern B. Jetzt habe ich wirklich einen Lockholder. Da brauche ich erstmal 16 davon. Die kriege ich aber ganz schnell hierher, glaube ich. Ich nehme jetzt mal die Axt, glaube die ist schneller, ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht sagen, werden wir gleich sehen. Die macht zwar keinen Schaden, aber... Was ist das denn da? Ach schade, ich dachte, das ist ein Skelettkopf. Ich dachte, die fliegen vielleicht hier rum, aber... Anscheinend doch nicht. Moment. Da war noch ein Stick. Hier ist... Das Ding. Haben wir genau 10 gehabt, das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir noch 6. Ich meine, Angst habe ich vor den Viechern trotzdem nicht. Es ist sehr einfach, denen zu entkommen. Aber ich meine, die Art und Weise, wie der Kampf sich anführt, weiß nicht. Vielleicht kommt mir einfach noch nicht dahinter gestiegen, kann auch sein. Vielleicht bin ich einfach noch ein bisschen zu blöd dafür. Da haben wir wieder voll. Dann gehe ich mal kurz wieder hier runter. So. Dann. Viele sind auch Sinn, ne?
La 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 la. Muss ich euch gleich noch eins machen? Und da erstmal gleich noch mal ein paar Blaubeeren. Klack, klack. Achso, hier geht er noch gar nicht, logisch. So, ich glaube, 7 ist Maximum. Bin mir gar nicht so sicher, deswegen hole ich jetzt mal ganz kurz noch ein paar Stöcker aus dem Wald. Da zum Beispiel. Und hier vorne habe ich doch vorhin ganz viel abgeholzt, was ich nicht tragen konnte. So, hier irgendwo war das. Was, wo? Da? Da bin ich wieder voll, okay. Dann muss ich natürlich erstmal wieder, ja. So. Jetzt fehlen mir noch 2. Die finde ich doch sicher irgendwo hier auf dem Waldboden. Stopp, da war was. Oder auch nicht. Ich meine, hallo China schon. Also. Tut mir sehr leid. Also mache ich alle Musik aus, okay? Das ist, warte, einen kleinen Moment. Dann muss ich mal...